Ja, gut für diese Information. Und hallo und herzlich willkommen zurück bei Deadpool. Part Nummer, keine Ahnung, Zwölf. ist mir auch egal. Auf jeden Fall beim neuen Part von Deadpool. Ich bin der Dodo, neben mir sitzt der Drakey. Ich bin ein bisschen angeschlagen, macht aber überhaupt nichts. Wo war's das denn? Ich habe leichte Kopfschmerzen. No! Und wahrscheinlich, weil Assassin's Creed 3 mich aufregt. Ja, ich spiele jetzt erst Assassin's Creed 3. Jetzt, wo Assassin's Creed 4 rauskommt, dachte ich mir, jawohl, oder beziehungsweise ist es ja schon draußen, dachte ich mir, jawohl, spielst mal den dritten Teil. Ja. So viel davon ist auch Ja. völlig Lattenhaken. So, wir drücken mal auf Fortsetzen. Ja, machen wir mal. Wir wissen ja, wo du mehrfach weggesnabbelt bist. Ja, das hat mich auch tierisch aufgeregt, aber was soll's, ey. Thing, killing a man. Take away all he's got and all he's ever gonna Was have. Ich überspringen, Alter, das haben wir jetzt das schon gesehen, zweimal. Haben wir das schon gesehen? Ja, jetzt kommt die Slow-Mo. Ach so, ja. Weil ich auch so gezielt kann mit dem PS3-Controller. Wo ich voll ab. Bin ich da abgenudelt? Ey, ja. Oder. Nee, ich bin da. Nee, ich weiß es gar nicht mehr, ey. Ist ja schon länger her, dass ich das gespielt habe mit dir. Ja, für euch ist das nicht lange her. Oh, schießt da noch einer? Ich sehe zwar keinen, aber dahinter. Dahinter, ja. Bei uns ist das ja so, wir nehmen ja immer einmal die Woche alles auf. Ja. Und dann bearbeitet der Drakey das und lädt das dann jeden Tag, beziehungsweise alle Das ist zwei auch Tage. Fies hier, aber das muss ich ja gestehen. Hä? Fies hier, weil der Typ hier rumballert. Der visiert ihn nicht an, er ist so dumm. Ja, es sieht so aus, als würde der Drakey auch gleich sterben. Ja. Das ist auch fies, ey. Ich finde sowieso, im letzten Part war das schon ziemlich fies, wie oft ich da gestorben bin, das will ich gar nicht erst erzählen, das habt ihr alles selber gesehen. Das ist also, so eine Schande. Das ist immer so scheiße, wenn hier diese sind und dann noch Schützen, also die schießen. Ja, das ist total nervig. Weil du kümmerst dich um die und dann ballert dich da irgendeiner von hinten ab. Ja. Und die verlieren nicht mal Treffer, weil sie ja beide Schutzschütze gegenseitig geben. Ja. Das stimmt. Nee, aber jedenfalls lädt der Drake ja jeden Tag, beziehungsweise am Wochenende ja eigentlich nicht. Es sei denn, er macht eine Ausnahme. Was ja auch schon vorgekommen ist. Ja, ich hatte wohl auch nur, weil ich Montag keine Videos hochgeladen habe. Genau. Weil ich dafür keine Zeit mehr hatte nach unserer Session. Ja, dann gibt das auch mal sonntags oder samstags ein Video. Nee, und von daher seht ihr das zwar alles in Folge und auch rechtzeitig, nur wir haben das ja schon vor einer Woche gespielt. Ja. Und deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wo wir jetzt hier, wie das beim letzten Mal war, ob ich da gestorben bin, aber ich denke schon, sonst würden wir da ja nicht wieder anfangen. Oh, ein ich wette, da steigt da voll Turbofahrer, macht natürlich Stand, macht er das, ey. Nicht auch zwischen den Ballern oder was? Wahrscheinlich. Entschuldigung. Ja, der Drakey hat Schnupfen. Ach, gar nicht wahr, das ist ein Parfüm, was mir so in der Nase mein brennt. Mein Parfüm ist S. Oliver Schleichwerbung an diesem Rande. Und los geht's, Alter. Und boom. Kommt schon. Jawohl. Eine Hupe ist immer wichtig. Ja, das ist auch ganz wichtig. So eine Flagge hatte ich als Alter, Kind da auch. Da stehen die Frauen drauf. Auf jeden Fall. Carpool Lane, Buddy. Seated and comfy. Okay. Das soll denn wohl sein E.T. sein? Wahrscheinlich, ja, natürlich. Ja. Na klar. Natürlich ist das sein Alien E.T. jetzt dreht er gleich durch. Das startet nicht. Er dreht gleich richtig durch. Eine Bananenschale. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Ein Fluxkompensator. Und Alkohol natürlich, Bier, eine ganze Flasche natürlich, nicht nur Inhalt. Ja. Ja, dann 20 Minuten. Katze. What were you doing over there? Ja, 18 Just a little surprise for our player. Das können wir doch schon. Zumindest so halb. Nee. Ich
frieren lassen? Ja, so halb. Er sucht doch das Fahrrad gerade oder so. Was er uns bei Wolverine in der Katze gibt. Ach so, natürlich. Ein paar Augenblicke schon. Wolverine ist das. I didn't sign up for this. Hat schon mal alles vorbereitet. Ja. Hey. This is great. Hat er nebenbei mal für den Weg geebnet, ey. Ich glaub es nicht. Ja. Ja. You see the look on the ex-chump's faces? Maybe we should wait for them? What? No way. We're taking Sinister down ourselves. This is our game. Das geht hier ab, Alter. Jetzt fliegen ja schon die Dinger. Ja. Eigentlich hätte er sich festhalten müssen. Aber na gut. Ja, schwamm mal drüber. Ach, jetzt können die mich mal anlasern, Alter. Ja. Wir treffen ihn jetzt. Also, das ist irgendwie eine Hassliebe zwischen mir und Deadpool. Ja. Das hat man... Im, deutlich im gesehen, letzten ja. Part, ja, müsste man das ganz, ganz deutlich gesehen haben, wie ich mich da aufrege. Ja, es gibt halt hier Sachen, wo ich mich dann wirklich extrem... Aber ich kann auch nicht aufhören zu spielen. Alter, jetzt... So, jetzt muss ich mir und so weiter. Ja. Haben wir mal wieder Geld! Ja, und da kauft der Drake nochmal was. 50% mehr Schaden. Ich trinke inzwischen mal wieder meinen Let Mercator. Ich kaufe das einfach mal. Voll die Nachladegeschwindigkeit. Mhm. Mach einfach. Dann haben wir alles da, dann haben wir das fertig. Dann können wir demnächst mal die Schrotflinte kaufen. Echt? Möchtest du nicht mal einen Hammer oder so? Ja, ich würde auch mal da eine andere Waffe sehen. Ich weiß ja nicht, ob die stärker sind. Ey, wir laufen ja immer noch mit dem Anfangskatana. Ja, Katanas sind halt einfach auch am geilsten, ne? Ja, ich weiß. Außerdem passen die zu Deadpool. Aber so ein Hammer ist bestimmt auch voll lustig, ja. Ja, wir gucken das nächste Mal. Jetzt brauchen wir erstmal wieder... Okay, da unten musst du dann rüber. Bist du dir sicher, ja? Ja, und dann da so längs halt. Das nützt. Da oben kannst du... siehst du, nice. Aber da sind bestimmt Achievements irgendwo. Nein, Achievements. Achievements, ja. Deadpool Points, ey. Weil die jetzt so mittlerweile hier was anderes. Levelverteilung liegen. Was anderes kann man. Ja, es ist Achievements hier. Gibt's ja hier halt gar nicht, ne? Aber diese Deadpool Coins, ey. Ja. Der Landsplay-Effekt, guck dir das Landsplay-Effekt an. Dass er da echt nicht rüberspringen kann, ne? Das ist so lame. Ja, überall kann er sich hin teleportieren, aber da mal kurz rüber, so. Das schafft er nicht. Das wäre ja zu viel Arbeit gewesen, um da nochmal so eine Animation mit dran zu hängen. Aber da oben kannst du dich hin teleportieren, ne? Ja. Oh, da drüben sind auch welche. Ey, er kann da nicht rüberspringen. Ich muss tatsächlich unten rum, weil er nicht übers Geländer jumpen kann. Ja. Das ist doch recht. Dann pack doch mal die Waffe weg, ey, das ist so nervig. Aber das kann er, ja? Das geht wieder, natürlich. Ist voll realistisch. Zerstörbare Deckungen. Nicht schlecht.
Ja, da sieht man mal, was Deadpool Call of Duty auf jeden Fall voraus hat. Ja, oder nicht? Weißt du das nicht? Call of Duty ist schon ewig nicht mehr gespielt, ey. Das ist vielleicht nur schlecht. Naja, immerhin haben die jetzt einen Hund dabei, ne? Bei naja, Call of Duty Ghosts. Fisch-KI, Alter. Eine Fisch-KI, die es damals schon auf dem Super Nintendo bei Mario gab, ey. Ja. Die haben sie jetzt neu entdeckt. Die Fisch-KI für Call of Duty haben sie jetzt neu ausgekramt aus der Krabbelkiste. Was können wir noch Sinnloses reinmachen? Eine Fisch-KI, die es bei Mario gab. Ich glaub, der eine Call of Duty-Entwickler zum anderen, ey. Dachte, ey, ich hab letztes Wochenende Super Mario gespielt, ey. Da hab ich was Geiles entdeckt. Eine Fisch-KI. Die brauchen wir in unserem neuen Call of Duty, ey. Ja. Das ist so. Ah, ey. Scheiße, so easy zu programmieren, ey. Nein, für die Call of Duty-Entwickler nicht. Die müssen sich das abgucken bei Mario. Nein, ich bin gefehlt. Ja, macht nichts. Ich bin schon. In der letzten Folge bin ich so ja, oft der erste Dead End. Mein Vorrat auch aufgebraucht. Ja. Nein. Ist halt gut. Call of Duty. Es gibt immer noch die 5 Milliarden Fans da draußen. Es wird sicherlich auch wieder. 5 Milliarden Fans. Hast du schon den Mega-Fail von Call of Duty? Die haben ja angeblich 1 Milliarde Spielehürde geknackt, ne? Das haben die gemacht? Hier 1 Milliarde Spiele verkauft. Ja. Aber die haben nicht die Verkäufe an die Gamer gezählt, sondern die Verkäufe, die sie. Also die Spiele, die sie in den zum Mediamarkt und so geschickt haben. Ja. Das haben sie gezählt als Verkäufe. Das ist ja schon mal irgendwie nicht richtig. Das ist überhaupt nicht richtig, weil die Spiele sind ja noch nicht verkauft. Die sind zwar an dem Händler verkauft, aber der Händler hat es ja noch nicht verkauft. Nur um irgendwie was zu sagen in der Presse. So von wegen, oh, wir sind so toll, wir sind so toll. Wir haben jetzt so und so viel. Ey, das ist wieder so peinlich, ey. Das hast du trotzdem irgendwie gestellt, wo verkaufen. Das ist ja jetzt halt irgendwie. Ja. Und es gibt schon Videos, die beweisen, dass Call of Duty Ghost, die Videosequenzen wurden 1:1 teilweise aus dem aus Modern Warfare 2, glaube ich, kopiert. Die ganzen Animationen, die Videosequenzen sind fast identisch. Nur die Hintergründe sind immer anders. Aber es ist so traurig. Ja, das war gut. Kauft sie keiner wegen der Story, das kaufen sie meistens eher wegen der Story. Ja. Alter, wo denn, Mann? Das ist voll übertrieben jetzt gerade. Ja, ich sag ja, das wird viel sein. Das hast du bei mir im letzten Part ja gesehen. Nein, ich kann kaum was machen, ey. Meine Attacken sind alle so... Lame. Die sind alle lame, ja. Ich weiß. Und die treffen mich die ganze Zeit. Das hatte ich auch noch runter, aber das macht nichts. Wir verlieren jetzt keinen Treffer, sondern können es hier nochmal verpieseln, Alter. Ha! Noobs! Ja. Und keine Muni mehr. Super lustig. Super lustig. Alle Waffen leer. Ey, komm, hör mir auf. Oh Mann, ey. Oh ey, wenn so eine Mann. Gegner kommen, müsste irgendwo was sein mit unendlich Schuss oder so. Oder dass sie zumindest mal runterkommen. Nö. Das kannst du vergessen. Es sei denn, du kaufst jetzt die Schrotflinten. Ja, als will man treffen, komm. Alter. Ja, mit der Pistole triffst du die auch. Ja, Pistole, aber doch eine Streuwaffe, ey. Gibt's nicht noch eine andere Schusswaffe, die, ne? Es gibt nur noch die Schwuppen. Ja, guck mal, wie dicht der eben da oben ist. Zack, weg, ey. Egal, ich muss kurz weg. Ach, guck mal, da Feinde. Oh, wo kommt der denn auf einmal her? Das wisst ihr denn. Ich mach nochmal Granaten, Alter. Alter! Gefehlt! Ja. Ich weiß ja, du kommst hier wieder, aber alle Gegner werden respawnen, aber deine Muni, die bleibt, ey. Die kriegst du nicht wieder, ey. Das ist so dreist, ey. Also, liebe Zuschauer und Fans, wir wissen jetzt, wie es weitergeht, die nächste halbe Stunde. Oh, ja, so wie bei mir auch. Das wird jetzt dasselbe sein.
Ach ja, und wir spielen nicht auf schwer oder Hardcore oder was auch immer, ey, wir spielen auf normal. Ja, ja. So zur Info. Also wer denkt, boah, die müssen doch auf super, nein, das ist noch normal. Also, wenn ihr solche Noobs seid wie ich zum Beispiel, dann fangt doch auf leicht an. Ihr braucht euch dafür nicht zu schämen. Ihr seht ja, dass wir auf normal schon so oft verrecken. Es ist alles eigentlich gar nicht so schwer, wenn nicht ständig diese Schützen wären. Die dann ja meinen, sie müssen ja von allen Seiten ankommen. Die sind ja das Schlimme. Du kommst ja kaum gegen die an, Alter, weil die schießen hier unten. Dann kommt der Pissnacken noch, Alter. Ja. Das war bei mir auch so. Dann kam auch so ein großer Bastard und. Ja. Dann hast du keine Muni mehr, Alter. Das ist eigentlich das Schlimmste. Ja, dann musst du ja irgendwelche Feinde plätten in der Hoffnung, dass du Muni kriegst. Was ich ja nicht tue. Das ist ja das Schlimme. Komm, regeneriere dich. Für irgendeine Waffe hast du bestimmt wieder Muni. Doch nicht. Ja, jetzt bist du. Ja, spring mich selber weg. Nice. Der verliert ja auch fast nichts. Weil die sterben ja auch viel besser durch Schusswaffen. Ja. Wenn man halt einfach keine mehr hat, Alter, dann ist das schon ein Schuss. Wer ballert denn jetzt auf mich? Kommt mit mir deine Waffe, Alter, dann kann ich die Pissnacken laufen lassen. Muni. Ja, aber nimm doch trotzdem. Genau, nimm trotzdem die, ey. Und dann. Wo seid ihr Pisser, Alter? Geschmeidig auf die Freddy's, ey. Mal gucken, ob das auch so stimmt jetzt. Geschmeidig, sag ich. Geschmeidig. Ja, toll, die sind jetzt natürlich weg. Jetzt sind sie gleich wieder ganz woanders, wo ich diese Waffe wieder nicht benutzen kann, weil ich wieder rüberjumpen muss und das mit der Waffe nicht geht. Wahrscheinlich. Zur Information, man kann mit dieser Waffe nicht springen. Ja, warum sollte man das auch können? Ich meine, er kann ja ein Fahrrad mit sich schleppen und hast du nicht gesehen, aber eine Waffe, die man braucht zur Verteidigung, die kann man natürlich, oder zum Angriff, ja, die kann man natürlich nicht mitschleppen. Müssen die nicht hier Stroh finden, das ist doch lächerlich. Wenn du da auf die Plattform gehst, müssen die da nicht kommen, oder was? Da sind sie. Nimm dir deine Waffe wieder. Now I have a big gun. Ho, ho, ho. Oh ja, die verzieht ja auch gar nicht, Alter. Was ist das denn? Mir zieht die da übelst die Energy an. Der Typ chillt da voll. Ach, du schießt mich mit Eis. Ja, mach mal. Ey, das ist doch. Also Freunde, ihr seht. Mal stehen! Leer. Die Feinde haben irgendwie eine Special-Fähigkeit, dass die Waffe dann fünfmal so viel absieht, als wenn du sie benutzt. Ja. Damit kommst du nicht klar, ne, du kleiner Wichser. Wee! Diese Jump-Steuerung, Alter! Was ist das für eine Scheiße? Oh nein! Gott sei Dank stirbt man das. Ja, Gott sei Dank. Ich zieh doch nichts ab, irgendwie ist das voll dumm. Ja. Wo man auch B drücken muss, anstatt ich das einfach automatisch machen. Er springt auch, wenn er die Waffen in der Hand hat, nicht so weit, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung, also ich habe das noch nicht miteinander verglichen. So, da seid ihr, ne? Versteck dich wieder, ey, damit ich Muni verschwende, du Pisser. Ja, und gleich hammerst du wieder rum. Ich hab keine Muni mehr. Ja. Hier, Alter, bam, Alter. Ja, hast du schon den aufgeladenen Schuss? Ja, aber der ist irgendwie voll scheiße. Ach, wo komme ich denn jetzt hier rein? Da? Da komm. Da! Da kannst du auch nicht rüberspringen, ey. Ja, eben. Vergiss es, ey. Ey, selbst von da ganz hinten treffen die mich. Ja. Da musst du, hier, da musst du rüber und dann von da bin ich doch gekommen. Ja, aber du musst ja irgendwie da lang. Bin ich hier rüber gejumpt.
hier, ey, bist nicht. Da, da, also du kannst da ja so nicht rüber jumpen. Ey. Hier, guck mal. Ja. Das hab ich irgendwie nicht gesehen. Hm. Keine Ahnung. Ey. Hier, ja, bam! Im Jump, ja. Richtig, voll in die Hand. Und du kannst ja. Was ist denn jetzt? Bleib doch mal stehen, du Pissnacken. Diese feine Hasse, die immer weglaufen. Ja, würdest du stehen bleiben? Würde ich stehen bleiben. Ey, wenn es danach geht, würde ich Deadpool gar nicht erst angreifen. Oh nein! Oh komm, ey. Natürlich darfst du von hier wieder weitermachen. Ist doch hier. Ups. Ach, hier kann er übers Geländer springen, auf einem Pool. Wo plötzlich? Was? Keine Ahnung. Das war dein Momentum, ne? Nee, ich hab Instant Kill. Achso. Das war hier, wenn man das Zeichen kommt. Mhm. Bam! Komisch, wenn bei mir das Zeichen kommt, dann macht er überwiegend nur sein Jump woanders hin, ey. Ja, das muss doch schon das Richtige sein. Das ist auch das Richtige Zeichen. Aber wir können mal was machen, was wir unbedingt wollen. Ja, Hammer oder das? Können ja. Mein Hammer ist teurer, der wird auch nochmal stärker sein. Wahrscheinlich, ja. Aber ich. Ja, wenn wir aber diese Dinger da nehmen. Ich weiß immer noch nicht, wie die heißen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Dann könnte man die aber noch aufmoppen. Ja, den Hammer ja auch. Nee, bei den Hammer da halten wir nur noch 46.000 übrig. 4.600. Ja, aber ich meine, am Ende können wir den noch aufmoppen. Ja, aber die können wir jetzt schon. Naja, ich finde. Kaufen werden wir uns sowieso alles, glaube ich mal. Ja, dann nimm mal den Hammer, ey. Ja, genau. Wir brauchen jetzt mal was. Mal hier, Alter. Schaden-Upgrades. Hat übelst viele Schaden-Upgrades. Ja, aber es und bestimmt. Da hinten steht nur noch Fragezeichen. Mhm, aber es ist bestimmt ziemlich lang. Langsam. Ach so, ja, ja, natürlich. Ja, dauert länger. Der hat auch nur noch null Kombos hier. Den muss er sollte kaufen. Ja, das kriegen wir ja schon hin, ey. Zieht jetzt natürlich noch nicht so viel ab wie unsere Schwerter, aber. Naja. Deshalb wechselt man auch. Kannst du nicht einfach so wechseln, als wenn du auch. Ja, mit links. Ja, siehst du? Ja, aber ne, wenn man es noch nicht aber, weiß, dann mache ich das lieber erstmal im Menü. Ja, ich habe mich nur gefragt, weil die Waffen konntest du ja, die Schusswaffen kannst du auch so wechseln. What the fuck? What the fuck? Ja, das ist egal. Immer noch besser als drauf zu gehen. Ja, ich werde vorhin respawnen, Alter. Oh, Alter, das war hammermäßig knapp, ey. Ja. Instant 4D hier. Das kann nicht sein, dass meine. Oder unsere, sind ja nicht meine. Unsere Uzis stärker sind als das Schwert, ey. Das ist so wie voll Panne. Die Uzis sind auch schon fast voll aufgemobbt, glaube ich. Ja, aber die Schwerter sind voll aufgemobbt. Ja, aber die Uzis sind ja nicht unsere Anfangswaffen. Das Schwert ist ja eine Anfangswaffe. Ach, guck mal ehrlich. Stehst du? Hammer Katanas, die da irgendwie alles mögliche zerschneiden. Aber schwächer als zwei Uzis. Ja. Natürlich. Ja. Natürlich. Ja. Kannst du ja vielleicht, also. Also könnte man hier die Munition noch ändern, dann würde ich sagen, das liegt an den Explosionsgeschossen, die wir hätten, aber. Ja, die wir aber nicht haben. Komm doch nochmal runter, Alter! Tschüss! Nee.
Und gleich fällst du wieder irgendwie da runter, weil du die eine da runterklatschen willst. Will ich ja gar nicht, aber die fliegt mir mal eine Mann. Wo kommen die denn alle her, Alter? Die waren doch immer noch nicht da. Nee, aber jetzt. Oh. Jetzt hat das nicht funktioniert. Also schlimm, Alter. Schon laufen wir schon wieder. Oh, oh, Death Nier, oh Gott. Gib mir dein Schwert. Ah, beide. Instant irgendwo hin, ja. Und da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein. Wohin? Ich hab's halt irgendwie mit einem Wunderfallen, ey. Also du machst heute einen längeren Part, ey. Warum? Darum. Weil... Ich hab letztens schon eine Stunde gespielt, Alter. Ja, ich nicht, oder was? Nein. Och, drei Stück von denen. Ja, Alter, ist jetzt, ja komm, nichts. Man muss ja auch, ja man kann ja auch mal übertreiben. Ja, was denn? Das ist doch nicht schlimm. Das sind doch nur drei kleine Fraggles, ey. Fraggles. Mit der Waffe geht's, aber die hat so wenig Muni, ey. Wir brauchen für die Waffe unbedingt ein Munitions-Upgrade. Die haben wir jetzt schon voll aufgemoved. Na, klasse, ey. Bloodshots? Bringt gar nichts. Also ich glaube, es trifft dann nur ein paar Ziele neben ihm, aber nicht die Stärke ändert sich nicht. Das kann sein, ja. Ein zweiter ist schon da. Mit Schusswaffen sind die echt voll easy. Also. Anvisieren, ein bisschen draufhalten. Ja. Ja. Wieso verliert nur der letzte von denen was? Ja, ich hab sowas von keine Ahnung. Boah, ich will. Nee, da kommen bestimmt jetzt noch 5000 andere Gegner hin. Ey, die Momentum laden sich auch so langsam auf, ne? Das müssen wir irgendwie auch mal upgraden, ey. Ja. Am Anfang haben die sich noch voll schnell geladen. Jetzt dauert das immer länger. Ja. Dafür steht ein Sinn auch nicht drin, ey. Ja, du hast doch gesagt, das Spiel ist zu einfach. Ja, natürlich. Dann macht man einfach mal Dinge anders auf einmal. Hat ein eingebautes Mikrofon. Der Spieler findet uns zu leicht. Ja, dann ändern wir mal die Spielweise. Achso, die sind immer da. Ja, Alter, jetzt ist da noch so ein Ich will euch nicht töten, ich will den aneinander analysieren. Jetzt komm, geht doch um. Ja. Alles klar, da. Hier, komm, komm, friss den. Ja! So. Fertig! Und ich hab noch einen! Brrr. Ultra nice! Kombo von 123! Jawoll! Ultra so nice! Da hast gesehen, dass da noch ein Weg nach oben geht. Ja, ja, deswegen. Genau deswegen würde ich ja nochmal umlegen. Nee, ich meinte nicht den Weg, das ist der Hauptweg, glaube ich. Ich meinte. Ja, schon, ich weiß, was du meinst. Ich meine, du meinst hier, das. Da ja, auf der anderen Seite, ja. Aber deswegen wollte ich ja hier erstmal die Sachen einsammeln. Ich meine, hier wäre auch ein Weg, wenn das da offen wäre, aber hier ist es ja nicht offen. Ja. Irgendwo sind noch Feinde, aber Wayne? You will be no match for my clothes, Deadpool! Da sind schon wieder so viele Schützen, jetzt gehen wir so auf die Eier. Ich geh einfach mal runter, dann können wir da folgen. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, ne, bei den Comic-Umsetzungen, also die Real-Life-Filme von den Comic-Umsetzungen, ne? Da sind ja Comic. Jedenfalls die Filme von der Comic-Serie und den Comics von Marvel oder auch Batman ist ja völlig egal. Die haben immer so eine langweiligen Endgegner, ne? Also so eine langweiligen Bösewichte teilweise, ne? Bis auf jetzt mal der Joker bei Batman. Aber sonst immer so eine echt öden, manchmal auch ausgedachten Bösewichten, die es gar nicht gibt oder so, ja? In dem Universum. Anstatt sie mal diese Ultra-Bösewichte nehmen, ne? Nein. Immer nur so eine lame, langweiligen
Kackgegner. Kackboots? Ja. Was geht's denn? Wo haben die denn ausgedacht? Ne? Ich meine, ich kenne mich in den Universen überhaupt nicht aus, daher. Ausgedacht, ja. Das ist jetzt muss ich überlegen. Auf diese Frage habe ich jetzt nicht. Meintest hier bei Iron Man 3, der Typ wäre eigentlich ganz genau, anders. Genau, zum Beispiel, das ist ein sehr gutes Beispiel. Iron Man 3. Total die Chance verpasst, einen wirklich guten Iron Man Film zu machen, wenn man schon den Mandarin da reinnimmt. Der ja gar nicht der Mandarin war. Ja. Sorry, Spoiler-Gefahr. Ey, komm. Ja. Ja, genau, weil es den Mandarin ja eigentlich in der Comic-Vorlage ja wirklich gibt. Da gibt's den Mandarin. Und hier wird dieser tolle Boss-Gegner, so gesehen, könnte man ja sagen, so ein wirklich krasser Bösewicht, einfach mal verändert und schon ist der ganze Film lame. Ja, wenn man Comics aber kennt, es wäre viel geiler gewesen, wenn er wirklich so der Mandarin gewesen wäre. Ich meine, Ben Kingsley hat ihn ja wirklich gut gespielt, in den kleinen Videos, die du immer hin und wieder gesehen hast, aber, ne? Nachrichten, also da er kam schon krass rüber, so, aber er war ja nicht der Mandarin, er hat ihn ja nur geschauspielert. Ja. Ein Schauspieler als Schauspieler, das ist das schon. Oh Mann, ey. Das Typ sieht ziemlich gut mittlerweile. Ja. Ben Kingsley. Ja, das ist auch ein guter Schauspieler. Hugo oder wie? Ja, Hugo heißt für mich, weiß ich nicht, ist nicht, hat er den auch, ultra gut gespielt. Ja, den habe ich auch gesehen, nur nebenbei so. Echt? Wobei das, ja, den habe ich auch gesehen. Wobei das ist ja ein Film, der ist ja eher zum Nachdenken, ne? Ja, ist halt eine Geschichte, ist ja. Ein Gemetzel. Das ist wirklich ein Film. Ja, traurig war der aber auch schon ein bisschen, ne? Also ja. Geht auch ziemlich an die Nieren teilweise. Hugo, wie wo haben die ihn ausgefunden? Ich hab absolut Hugo. Eigentlich ist das ja Hugo, ja, auf Deutsch. Ja, ich weiß auch nicht. Aber die Franzosen sprechen das ja anders aus. Hugo oder so. Keine Ahnung. Aber das war ein echt guter. Hat das eigentlich so das Thema Filmgeschichte, wenn man es so sieht. Die Entwicklung teilweise wie sich die Filmindustrie überhaupt entwickelt hat teilweise. Ne? Da haben wir das Thema ja so ein bisschen. Ich fand ihn auch richtig gut. Ja. Deadpool. Ja, meine damalige Freundin, mit der ich das damals geguckt hatte, die saß daneben und dachte, was? Was ist das denn für Film? Was? Ja. Like instant. Und ich dachte so, wie, hast du jetzt die Story nicht verstanden oder was, ey? Die konnte damit nichts anfangen. Ja, es gibt halt Leute, bei denen muss immer Blut spritzen. Nee, allgemein. Sie fand den Film zu lame und ich dachte so, wie, das ist doch eine packende Geschichte, was ist denn jetzt gut, die ist ein bisschen langatmig und, aber trotzdem, ey, da muss man schon, also, wer auf anspruchsvolle Filme steht, ich sag mal anspruchsvoll, der sollte Hugo geschrieben, unbedingt, ja. Irgendwas mit Kabinett. Der sollte den auf jeden Fall mal gucken. Ja. Hugo ist ja so ein kleiner Bastard. Ja, er ist ein kleiner Junge, der in so einer Bahnstation lebt. Ne? Ja. In der Uhr. Ja, in der Uhr von der Bahnstation lebt er. So, und mehr will ich auch nicht spoilern. Guckt euch den Film an. Jetzt sind wir von Comic-Verfilmung abgeschweift zu. Ja, Alter, der Film muss auch mal erwähnt werden. Ich glaube, der ist auch wieder völlig untergegangen. Natürlich ist er untergegangen. Oder hast du in den Medien was davon gehört? Nicht ein Stück habe ich von denen gehört. Ja. Ich habe ihn zufällig auf Lore-Film. Ich hatte Langeweile und da waren keine Filme im Fernsehen. Dann habe ich Lore-Film angemacht und dann sah ich irgendwo. Und ich dachte erst, das wäre so ein Fantasy-Märchen, aber. Nö. Aber es war trotzdem ein guter Film. Sinister by these guys in
Nee, aber Ben Kingsley ist auch schon in der Prince of Persia. Prince of Persia. Prince of Persia, da ja. spielt er den bösen Onkel. War das so? Ja. Weißt du, du sagst, der Film ist super geil gewesen, Prince of Persia, ja? Von dem anderen. Und weißt doch nicht mehr, dass Ben Kingsley den Bösewicht ja, spielt. Das sind so Leute, die kannte ich vorher nicht so. Und Ben Kingsley ist vielleicht, der spielt in so vielen bekannten Filmen eigentlich mit, nur er fällt nicht so auf. Ja, das ist es ja, deswegen ja. ist er mir auch nicht aufgefallen. Aber der hat schon in so tollen Filmen mitgespielt, das ist unglaublich. Oh, Alter, ey, das wird ja aber echt gerade echt heftig mit den 5 Millionen Feinden. Hm. Dann haben die alle noch Schadensboost, die Arschkacke. Ja. So, dann mach die wenigstens mal platt jetzt. Ja, ich versuch's doch. Weil ich möchte nicht in pures Gemetzel gleich einsteigen. Weil eigentlich ist dein Part nämlich schon vorbei. Ja, stimmt. Ich sag das fairerweise jetzt mal. Das ist aber völlig in Ordnung, dass du das sagst. Ja. Oh, ich vergesse immer, welche Granaten hast du. Du, ich hab jetzt echt keinen Nerv da, weil... Außerdem hast du... Ne, eigentlich... Was denn? Wär's fies, wenn ich jetzt sagen würde, hier... Ja. Fickt euch hart! Fickt euch hart! Komm schon, oh, jetzt nein. sterbe nicht, ey. Nein, lauf einfach, lauf! Deadpool, ja. Das hört mich an einem vorherigen Part, wo man mit Death... Ich sterbe so hart. Du darfst nicht sterben, verdammt. Ich hab nur noch 4 Energies. Junge! Oh, Alter! Die kann man auch nichts abziehen, nein. den kleinen Ficken leckern, Alter. Ja, ich weiß selber, dass es das Wort nicht gibt. Außer mit der Waffe, die zieht irgendwas ab. So, gleich kaufst du erstmal was. Am besten kaufst du jetzt schon mal was. Was soll ich denn kaufen? Ist mir scheißegal, wir haben 441.000. Ja, genau. Und du wolltest die Momentum-Energie und hast nicht gesehen. Ja, dann machen wir das jetzt. Und die Dinger können wir auch mal hier aufrüsten. Die Hammer. Aber erstmal jetzt... Das oder nicht? Wie du, den Schaden zurück. Ja, hier kommt. Ja. Fragen wir Munition? Ja, kann ich vielleicht später machen. Objekte brauchen wir jetzt auch nicht, ne? Erhält einen kleinen Momentum-Bonus, wenn ein Gegner deine Kombo wendet. Wenn wir jetzt dauerhaft Momentums draus knallen wollen, dann müssen wir das so machen. Jetzt können wir die Hammer mal nehmen. Es geht eh noch. Boah, ja, weil wir mit dem bestimmt auch spielen müssen. Ich habe das noch nicht so begriffen, warum die jetzt noch gesperrt sind und nachher nicht mehr. Möchtest du die auch noch haben? Ich brauche die echt überhaupt nicht. Ich brauche keine Bärenfallen. Das heißt, du musst sie ja schmeißen und weglaufen. Ja, ich weiß. Vielleicht bringt... Ich weiß nicht, bringt das was bei den großen Viechern oder nicht? Oder das jetzt noch. Können wir mehr ausweichen. Ja. Es wird gerade mich immer extrem ja. brenzlig. Nee, ja, mach das. Oder dann sind wir nämlich auch pleite. Nächstes Mal kannst du dann kaufen, wie du möchtest. Ich muss das jetzt im Moment und schnell aufladen. Ja, du hast auch schon den ersten fertig. Oh geil, ey. Vielleicht sind die anderen beiden auch schon fertig. Alter, was? Das gibt's doch nicht! Bist du schon wieder gleich fast tot. Aber wir haben die Energy schon voll aufgetunt. Naja, geht nicht. Und wir spielen immer noch auf normal. Nur damit ihr es wisst. Ich wollte das extra nochmal betonen, ey. Fünfmal ausweichen ist gerade echt sehr nützlich. Ja. Aber das kann man ja auch hoch, auf einmal. Alter, das ist so hart gerade. Wieso haben die... Wir haben schon die übermächtige... Ja, friss meine Kanone, du Kiste. Ja, meine ich ja. Wir haben ja schon die übermächtige Space Cannon oder was auch immer, ey. Und trotzdem verrecken die nicht so schnell, ey. Ey, diese Schützen sind einfach das Schlimme. Die ziehen noch viel mehr ab als die normalen Gegner. Ah, doch, den treffe ich trotzdem durch den Schuss, sehr gut. Jetzt ist aber langsam. Da oben steht doch noch einer. Langsam aber mal gut, ey. Geschafft, glaube ich. Er speichert jedenfalls. Gott sei Dank, ey. Cutscene und Part dann noch zu Ende. Oh, du hast noch einen Endgegner vor dir. Du meinst drei Endgegner.
nowhere to go. Arc light. Blockbuster. Hey, did we kill those guys? Must be more clothes. Es ist so unglaublich, Alter. Whatever. These clothes are gonna get cold. At least the new Blockbuster smells better, though. Alter. Das ist so unfair, ey. Komm, als wäre das eben nicht schon genug gewesen. Nein, Alter, komm, hauen wir nochmal 2 Millionen weitere Feinde entgegen. Ich muss erst die Schlampe hier verarschen. Da oben auf dem Geländer steht ja noch eine Schlampe. Ja, die uns hier liegen. Vielleicht solltest du sogar zuerst töten, was meinst du, ey? Ich hab so keinen Plan. Alter, ich hab kein Momentum eingesetzt! Ja, nee, die macht dich jetzt erstmal platt, ey, und klatscht auf dich ein, du bist ja tot, du bist tot. Möchtest du? Möchtest du das oder nicht? Oder möchte ich nochmal was sagen? Ich meine, du hast dich so dermaßen durch die ganzen Gegnerhorden geschnetzelt, eigentlich steht dir dieser Kampf zu. Mir steht dieses Vergnügen zu. Ja, wenn es kein Vergnügen ist, kannst du mir den Controller auch geben und ich mach den nächsten Part dann weiter. Dann müssen wir jetzt unterbrechen und die Zuschauer sehen jetzt nicht dieses Kampf, wie du möchtest, also meinetwegen, mir kann uns beides recht. Aber kann man gar nicht angreifen noch nicht. Muss erst die anderen bashen. Ja, das war ja so klar, ey. Guck mal, die werfen auch Granaten auf dich. Habe ich den Hunde so nicht auch schon mal besiegt, ne? Die waren alle schon mal besiegt, die waren alle schon down. Aber der Dapple ist ja immer so hohl und guckt nicht. Die laufen danach immer gleich weg. Naja, aber die hab ich doch aufgespießt, ey. Nein, ich kann mich nicht porten! Also wenn du das, also das habe ich gelernt, als ich gegen diese Ische gekämpft habe, dann musst du dich porten, sonst kannst du dich nicht bewegen. Ah, hab ich ja gerade gemacht. Aber die war aufgespießt, Mann. Oder ist das auch ein Klon jetzt, ey? Kann sein, dass die auch. Werden das jetzt Standardgegner? Ja, komm ja auf. Ja, du weißt doch, wie das ist, ey. Die ist gleich tot, die Schlampe. Und ich wurde wieder mal gefreezt, Alter. Na gut, aber ich kann das wieder flüchten. Das ist das Gute, die schießen nicht die ganze Zeit. Man kann gut vor dem weglaufen. Wenn sie das macht, dann musst du dich immer sofort porten, habe ich gelernt, als ich irgendwie gekämpft habe. Sobald sie ihre Attacke anwenden will, porten. Sonst wirst du voll. Ach du Scheiße. So, jetzt lad deine Energie auf, du Homo, ey. Chimichanga, Alter, du bist doch ein Chimichanga, du Pissnacken. Ey, ja. Blockbuster, geht mir aus auf der Eier. Blockbuster! Ja! Töte diesen Nacken, ey! Gleich. Der ist mir wichtig. So musste ich ihn auch töten, ne? Ja. Jetzt darf er natürlich das Teil wieder aufheben, obwohl er schon gestunt ist, ey. Das ist unglaublich. Nee, er ist. Jetzt kommt noch Pimpels! Sehe ich das richtig? Wer ist er denn? Keine Ahnung, woher soll ich denn das wissen, ey? Boah, ja, natürlich! Alter. Also ich bin froh, dass ich jetzt nicht gerade. Jetzt hat er mich weggeportet! Was war das denn jetzt? Ich glaube, das war er hier, ey. Ist er jetzt tot? Ich habe keine Ahnung, ey. Durch einen schönen Bug einfach gestorben, das wäre natürlich auch nice. Habe ich absolut kein Problem mit. Da oben, die Ische musst du auch noch platt machen, ey. Er ist weg. Ja, der ist ja in die. Ja, ist er weg. Ey, das ist bestimmt ein Bug und da, wir können wieder nicht weiterkommen. Was? Ja, erledigt alle. Sehr schön. Kannst du da oben weitergehen? Du hast den verdammten Bug, Alter. Ich finde, es geht nicht weiter. Es ist wieder so ein Bug, dass es nicht geht. Ja, vor allen Dingen, weil die Musik immer noch weitergeht. Ja, eben. Oh. Jo. Ja, nice, ne? Ich liebe dieses Spiel immer mehr. Ich bin irgendwie so der Bugfinder hier in dem Spiel. Ja, ja. Dadurch, ja, dass er eigentlich noch lebt, er ist vielleicht einfach nur eine Etage tiefer gerutscht. Wahrscheinlich durch einen Bug, ey. Kannst du natürlich nicht, weil jetzt hier, das ist ja der Bossfight-Ring. Da kannst du ja nicht einfach abhauen. Oh, ey, ich dreh durch. Ja. Ja. Passiert nichts. Sequenz nochmal starten, oder? So, einmal noch. Okay.
Außer du möchtest das unbedingt versuchen. Nein, mach mal, mach mal. Einmal noch. Ihr seht jetzt gerade, manchmal hat Deadpool auch. Das wird wieder manchmal. Das wird wieder ein 60 Minuten Part. Ja. Aber das ist egal, wir wollen euch auch was bieten. Ich habe letztens bei Sarazar gehört. Spielt ihr gerade Black Flag? Der so, ja, ihr habt euch ja beschwert, weil ich ja eine halbe Stunde gemacht. Der hat eine halbe Stunde gemacht, weil er irgendwie einen Tag irgendwie, keine Ahnung, nicht keine Parts hochgeladen hat oder so. Da ja, total den, schlimm. Da hat er in den einen Tag eine halbe Stunde gemacht. Und da sollen sich wohl angeblich Leute beschwert haben, weil sie eine Stunde nicht, eine halbe Stunde es wäre wohl zu lang fühlten. Was? Ja. Ob die das wirklich gemacht haben, keine Ahnung. Aber ich glaube eher, das war so von ihm so, ach ja. Pussyhaft, weißt du, weil keine Ahnung, ey. Eine Stunde ist das genau das, was ich haben möchte. Ja. Ich finde alles darunter ist viel zu wenig. Ja, weil erstmal das Gequatsche, wir quatschen ja auch mal am Anfang noch. Und das Gequatsche danach, das zieht ja auch Unmengen an Zeit. Und wenn man dann nur eine Viertelstunde aufnimmt, da kannst du gar nichts zeigen, ey. Ich sehe das ja bei Assassin's Creed, das Let's Play ich ja nicht, aber wenn ich da jetzt irgendwie was machen würde, ich laufe ja auch viel so rum, dann ist eine halbe Stunde so schnell, eine Viertelstunde so schnell vorbei, da laufe ich von dem einen Ort zum anderen Ort und kann den nächsten Part machen, weißt du? Das ist unglaublich. Jawohl! Schade, dass das jetzt nichts bringt. Aber. So, dann machen wir die erstmal platt da. Lass mal heilen, ey. Oh, was war das? Sag nicht, dass ich wieder ein Fuck. Will ich aber meine Momentums einfach unterbrechen können. Das ist unglaublich. Jetzt stirbt, Bitch. Oh, jetzt kommt da noch einer. Oh, ja, so, er ist der Einzige noch. Alle anderen sind down. Ja, sehr schön. Na, komm her. Ja, ich hoffe, da kommt jetzt kein Bug oder so. Ey. Und jetzt frisst du den hier, Alter. Oh, yeah. Okay, bringt das nichts mehr, aber wir haben hier noch was abgezogen. Oh, ja, und er klatscht mich erstmal. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob das mag, Alter. Magst du denn das, Alter? Magst du das? Stehst du denn auf? Blockbuster! Jimmy Jacob! Bam, 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 bam! Und jetzt zack, zack, zack und BAM! Und der hat ein kleiner Pissnacken, Alter. Keine Schör. Ah, guck, jetzt kommt. Oh. Ja, wenn der jetzt auch noch kommt, ne? Wir wollen jetzt noch. Oh, da ist noch ein Sinister. Da ist noch ein Sinister. Und noch ein. Und noch ein Sinister. Vier Sinister. Nee. Ja, oh, ey. Komm, ey, das Spiel übertreibt gerade voll. Ich will doch einfach nur aufhören. Unglaublich. Jawohl. Vier Sinisters. Warum auch nicht? Na, der erste ist schon down, ja. Sehr schön. Und was kommt danach? Der echte Sinister noch? Und dann ist das Spiel vorbei, oder? So, das waren zwei. Wo sind die anderen zwei? Da oben. Da kommen sie rechts und links, hinter dir ist auch der Runner. Hm. Kann das sein, dass diese Sinisters jetzt irgendwie ein bisschen lame wirken? Ja, das macht so. Ja, natürlich, komm ich mal an. Wo kommen die ganzen Sinisters denn jetzt her, ey? Ich denke, das waren nur vier. Wie das sind jetzt noch mehr, ne? Ja. Gerade noch mehr geworden, ist mehr jetzt abgefahren. Da, nochmal. Boah, ey. Einer, der noch den stärker macht. Der sollte vielleicht erst töten, aber erstmal muss ich wegkommen. Jimmy Changers! You don't use that momentum, I swear I'm gonna kill myself. Suck it, gravity! Bam, bam, Alter! Und zack, Finisher! Ja, ist nicht schwer. Ja, das werden jetzt ja auch Standardgegner. Ja, hab ich auch so. Und die Momente laden sich ultra schnell auf, ist voll nice. Ja, das haben wir ja. Dadurch, dass du sie gekauft hast. Ah, mal der.
Da, der ist nur bewusstlos. Da ist noch einer. Boah, ich dreh durch. Alter, das kann doch nicht sein, Mann, wie die das jetzt hier voll strecken. Ja. Damit das Spiel noch eine Stunde länger geht oder so. Wahrscheinlich. Oh, wieder vier Stück, ey. So. Nice, ey. Das ist geil. Aber den nächsten auch noch gleich raus. Und noch einen, komm. Und dann ist fertig hier. Alter, der ist jetzt ja wohl der Gott des Gamings am Controller. Jetzt kommt er noch, oder was? Oh, das scheint der echte Sinister zu sein. Hier, von Dingsbums. Weißt du. Ich glaube, das Spiel ist gleich zu Ende, Drakey. Ja. Dann mach das mal noch schön. Ja, jetzt kümmere dich mal um deine Ishi, Junge. Wir sind alle tot und dann kommst du nicht da von hinten, ey. Just push your button to execute our super. Oh nein! Written and direct by Deadpool. Oh Mann. Holy shit. Ja, das denke ich auch. Yo. Game rocks. You rock, pal. Nice. Pal. And I hate to admit this, but we're actually not that much over budget. I didn't want to tell you that before, but now that the game's over. Und wieder ein Spiel ruhig. Hey, Peter. Yeah. Get your checkbook ready. Aber ich will ja wissen, was danach auch kommt. Also, da gibt's bestimmt noch irgendwas. Deadpool. Oh, das ist so geil. Das erinnert mich so an Django Unchained. Das ist auch ein geiler Film gewesen. Jamie Foxx. Elliot, da kommt noch was. Nee, was? Da kommt gar nichts mehr. Oh. Das war's, liebe Friends, mit Deadpool! Das war das Spiel Deadpool und ich find's Hammer nice! Oh Mann. Oh ja. Was naja. Haben wir denn? Ah, das sind die, die auf Twitch so zerschmissen. Who the fuck is that? Nein. Ja. So, möchtest du zuerst dein Fazit von dir geben? Mein Fazit. Ja, Deadpool. Was kann man dazu sagen? Deadpool ist ein Spiel, das hat mich von der ersten Sekunde an hat mich das
sofort gehabt, das Spiel. Also es ist der Humor, der macht mir einfach, das ist einfach sensationell für mich. Ich stehe auf so eine Spiele. Also wenn ein Spiel so ist wie Deadpool, dann ist das auf jeden Fall mein Ding. Ich meine, gut, wenn man, natürlich ist Deadpool kein perfektes Spiel, das hat man ja gesehen, viele ja. Bugs, die Grafik ist veraltet, Steuerung, okay, muss man sich dran gewöhnen, ne? Aber Deadpool ist eine verdammt geile Sau. Ja. Und ich stehe auf diesen Humor und deswegen ist das für mich gar keine Frage. Das Spiel ist das werde ich mir auch nochmal für die Konsole kaufen. Damit ich die Achievements kriege. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Das ist ein cooles Spiel. Also top. Empfehlung für jeden, der auf sowas steht. Ja. Und vielleicht ein Comic-Nerd ist. Ja. Und der einfach nur ein What-the-fuck-Spiel spielt oder wie auch immer. Wer gerade Zeit hat und nichts anderes zu tun hat, weil er kein Geld für GTA hat oder für Assassin's Creed 4 oder so, weil er lieber wartet, wenn das hier 20 Euro im Regal liegt, sofort kaufen, würde ich sagen. Naja, jeder Deadpool-Fan hat sich das eh schon gekauft. Davon abgesehen. Wer nicht, der gehört eh geschältet. Wer ist auch kein Deadpool-Fan. Ja, meiner Meinung nach ist das... Das ganze Spiel wird eigentlich nur vom Humor getragen. Definitiv. Mehr eigentlich auch gar nicht. Die Grafik ist... Sie ist jetzt nicht schlecht. Also schlecht ist sie wirklich. Nein, ich habe schon schlechtere Sachen gesehen. Aber so überragend gut ist sie auch nicht. Sie ist veraltet. Sounds sind auch nicht gerade die geilsten. Steuerung ist echt miserabel, Alter. Jump-Steuerung zumindest. Die Animationen sind nicht wirklich pralle. Gegnervielfalt lässt auch zu wünschen übrig. Was bleibt da übrig? Der übelste Humor. Und genau das ist halt, was mich auch von Anfang an einfach geflasht hat, weil ich einfach nur immer wieder zur nächsten Cutscene spielen wollte. Ja, ich auch. Bis die nächste Cutscene kommt. Dann guckst du die Cutscene und denkst, na gut, spiele ich weiter. Ist ja nicht so, dass das keinen Spaß macht, die Gegner zu stressen. Ja. Das macht ja schon Laune, aber eigentlich würdest du nur die nächste Cutscene sehen. Ja, definitiv. Um wieder einen abzufeiern. Ja, und ich frage mich halt, was ist mit Dead und mit Death und Deadpool? Was ist mit Cable? Nein, nicht Cable. Was ist mit was habe ich den Namen von? Rogue und Deadpool. Ja, keine Ahnung. Was ist der? Domino und Deadpool. Kommt da noch irgendwas? Machen die noch vielleicht oder nicht? Oder. Oh, guck mal, da läuft wieder jemand durchs Bild. Ja. Was? I don't know, Alter. Ich kann dir das nicht antworten. Dafür müsste man die Comics lesen. Schade, man sollte Rogue ja eigentlich retten. Ja, die hat ja uns mehr oder minder gerettet. Ja, gut. Ich meine, sie wird schon entkommen sein. Ja. Sie kann ja komischerweise fliegen. Ja, kann sie auch. Sie ist ja auch übermächtig eigentlich. So. Nee, also. Die Kräfte von Superman wie gesagt, klasse. Ja. Das Spiel hat mich auf jeden Fall gehabt. Ich werde es auch nochmal durchspielen. Also wenn ihr den Humor nicht mögt, dann braucht ihr dieses Spiel auch nicht kaufen. Nein, definitiv. Also wegen dem Gameplay auf jeden Fall nicht. Da gibt es bessere Alternativen, auf jeden. Dann Devil May Cry spielt sich einfach viel geiler. Ja, oder God of War. Nee, ich meinte jetzt eigentlich nicht God of War, ich meinte jetzt eigentlich Bayonetta. Bayonetta, Vanquish, all diese ganzen anderen, eigentlich alle anderen Spiele spielen sich besser als Deadpool. Ich glaube nicht, dass du sagst, alle anderen. Es gibt bestimmt noch schlimmere Spiele vom Gameplay her. Ich meine jetzt solche. Ja, aber aus so einem Genre gibt es bestimmt noch. Ja, in der letzten. Es gibt bestimmt noch schlimmere. Ja, das mag wohl sein. Ich gucke mir nicht jedes Krüppel-Game an. Ne? aber Deadpool ist für mich kein Krüppel-Game. Das ist auf genau das Spiel, was ich mag. Ja, der beste Humor aller Zeiten. Ja. Also ich habe noch kein Spiel mit geilerem Humor gesehen. Nee, er ist jetzt auch schon abgehauen. Nee, da kommt er wieder. Als Roboter? Nee, ist klar, ey. Da, ja, egal. So, das war mein Fazit jedenfalls. Ja, jetzt ist er da, Gigolo. Ja. Nee, also klasse Spiel. Ja. Naja. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen, die ganzen Fehlvideos und Ausraster. Und ja, das hoffe ich auch. Das teilweise angepisselt zwischen uns. Ja, aber ich meine, das macht das ja aus, ne? Unsere Let's Plays. Davon leben unsere Let's Plays. Ja. Total. Ja, das ist das, was uns Spaß macht. Falls ja, abonniert doch den Kanal, um auch weitere Let's Plays von uns nicht zu verpassen. Ja, und ein Like würde auch Fail gefallen. Plays. Oder Fail Plays, genau. Besonders wenn ich spiele. Ja. Nein, also ich hoffe, euch hat das gefallen. Ja. Besucht auch unsere Facebook-Seite. Ja. Hm?
Ne? Falls ihr uns unterstützen wollt, teilt dieses Video. Ja, abonnieren nicht vergessen, wenn ihr Bock drauf habt. Liken auf Facebook. Hab ich schon gesagt. Ja. Nee, besucht habe ich gesagt. Besuchen. Eben, das ist ein Unterschied. Ja, oder unsere Homepage. Hey, wir haben auch eine Homepage. Noch. Also, ist die eigentlich schon fertig? Die ist nicht fertig. Die ist immer noch nicht fertig. Ja, die ist immer noch nicht fertig. Wir haben schon Outlast und Deadpool durchgespielt und die ist immer noch nicht fertig. Macht ja den. Und Satin auf Sketten. Und Satin auf Sketten hast du noch durchgespielt. Und Deponia bist du am Spielen. Also Deponia, goodbye Deponia müsst ihr unbedingt gucken bei Drakey. Drakeys Let's Play ist das. Also ein Let's Play von Drakey. Ja, ich glaube, das haben wir jetzt verstanden. Ja, guckt euch das an, das ist auch extrem lustig. Ja. Macht das. Sofort. Instant. Genau hier nach. Davor. Oder davor. Oder währenddessen. Währenddessen. Auf zwei PCs. Du kannst auch mit einem machen. Oder guck das auf Xbox, PlayStation und PC und nebenbei noch auf dem Handy jedes Video von uns. Macht euch dabei noch 4 Accounts und gebt uns 4 Abos. Ich war der Dodo, neben mir sitzt der Drakey. Ich bin auch immer noch der Dodo, aber ich sag immer mal, wenn ich abmoderiere, ich war der Dodo. Ja. Ja. Weil wir verständlicherweise im Real Life nicht so heißen. Nee. Wäre auch irgendwie tragisch. Ja. Das stimmt allerdings. Ja, möchtest du noch was sagen, ne? Ist so langsam reicht es dann auch, würde ich sagen. Ja, es reicht. Ja. Es reicht. Ich habe auch keinen Bock mehr. Nein. Mal sehen, was wir als nächstes spielen. Mal gucken. Ja, wir wissen es doch schon. Ja, stimmt. Ja. Wir wissen das. Das habe ich sogar schon in einem anderen Video gespoilert. Ja. Aber wenn die das nicht gesehen haben, werden sie jetzt vielleicht überrascht sein. Ja, und werden sehen. Und wenn ihr dann noch irgendwelche Ideen habt... Aber wenn sie es noch nicht gesehen haben, dann interessiert ihn das auch, wenn ihr neue Let's Play nicht, dann habt ihr Pech gehabt. Und wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was wir vielleicht demnächst mal machen sollten oder so, schreibt das doch in die Comments. Egal was, schreibt es in die Comments. Wir machen keine Shooter. Shooter sind öde, Alter. Ja, Shooter sind öde. Eigentlich nicht. Ich spiele ja auch selber Shooter, aber als Let's Play, das funktioniert nicht. Dann muss der Shooter schon so eine übelst geile Story haben. Und das hat eigentlich bisher nicht wirklich geklappt mit Story und Shooter, außer bei Halo. Und Halo ist kein PC-Spiel. Nein, Halo ist also Halo ist ja eigentlich auch eine Religion. Ja, die werden gehören, versteht's. Egal. So, bis dann. Haut rein. Viel Spaß. No.